Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Smoobie Video Newsletter. Dieses Mal geht es um verschiedene Möglichkeiten, um bei einem Smoobie Walk so richtig in Schwung zu kommen. Damit kannst du perfekt deine Ausdauerfähigkeiten trainieren und dein nächster Smoobie Walk wird so ein ganz besonders beschwingtes Erlebnis. Also auf geht's und let's have fun! Schwinge die Smoobies vor dem Körper und bringe deine Fersen zum Po. Diese Übung dient der Erwärmung der Muskeln und Bänder. Ein harmonisches Gangbild erreichst du, indem du die Smoobies natürlich neben dem Körper schwingst und deinen Oberkörper gerade aufrichtest. Als Steigerung kannst du zum Beispiel vom Gehen ins lockere Laufen übergehen. Während dem Smoobie Walk kannst du verschiedene Bewegungsabläufe einbauen. Schwinge die Smoobies vor dem Körper und bewege dich mit Seitwärtsschritten fort. Diese Übung kannst du steigern, indem du die Beine überkreuzt und die Smoobies vor und hinter dem Körper schwingst. Dies fördert zusätzlich deine Koordination. Während dem lockeren Laufen kannst du ein Intervall mit Richtungsänderung einbauen. So werden deine Gelenke und Bänder gekräftigt und stabilisiert. Für ein gesundes Ausdauertraining sind Steigerungsläufe am besten geeignet. Beginne im langsamen Gehen, gehe dann über ins lockere Laufen und beschleunige diesen dann bis zu deinem persönlichen Maximum. Die Haltung der Smoobies kannst du dabei ganz individuell variieren. Zum Abschluss deines Smoobie Walks hänge dir die Smoobies über die Schultern und bewege dich ganz locker, sodass du die Kugeln in den Smoobies zum Schwingen bringst.